Dunja und Stefan am Niederrhein krempeln ihr ganzes Leben um. Sie wollen mit ihren Kindern Maler und Lennart in Zukunft von ihrem Schafhof leben. Schafe sind einfach wunderschön, toll und die bringen einen auch immer wieder zu dem zurück, was einfach wichtig ist. Gute Lebensmittel herzustellen, glücklich zu sein im Leben. Vor einem Jahr ziehen sie mit Kind und Kegel und 130 Schafen um. Vom Ruhrgebiet auf einen großen Hof in Kevela. Ja. Da geht echt ein Kindheitstraum in Erfüllung. Das ist, und jetzt meine Schafe hier, das ist Wahnsinn. Aber auch wahnsinnig schwierig. Sie wollen Wolle und Fleisch der Schafe verkaufen. Aber der Bau des Hofladens geht nicht voran. Finanziell wird es langsam eng. Das sind unfassbare Einnahmen, die fehlen. Wie gesagt, wenn ich mich da reingebe, dann höre ich auf. Dann mache ich nicht mehr weiter und das will ich nicht. Bis der Laden fertig ist, müssen sie einen guten Metzger finden. Lebensmittelherstellung ist halt einfach auch Vertrauenssache. Das ist eure Salami hier aus reinem Lammfleisch von euren Tieren. Doch dann werden ihnen Tiere gestohlen. Und die Wolle ihrer Schafe verdirbt bei einem Wasserschaden. Wie bestücken wir den Hofladen? Wie überleben wir? Alle helfen, wo sie können. Dunja und Stefan wollen es unbedingt schaffen. Muss man einfach gucken, dass man sich nicht verliert. Ne? Ich bin froh, wenn du auch mal richtig hier ankommst und das so als Zuhause siehst. Eine Familie in vollem Einsatz für ihren Traum. Die eigene Farm. Ein halbes Jahr nach dem Umzug soll der Hofladen am Niederrhein endlich fertig werden. Hier wollen Dunja und Stefan Felle, Wolle und Fleisch ihrer Schafe verkaufen. Das ist wichtig, denn noch haben sie zu wenig Einnahmen. Also das große Ziel ist ja für die Zukunft auch, dass sich das alles finanziell trägt. Dafür bauen sie den alten Kuhstall um, in Eigenregie. Sie investieren 25.000 Euro. Stefan und Sohn Lennart opfern den Großteil ihrer Freizeit. Wir haben gestrichen, wir haben die Treppe abgeschliffen, wir haben Boden verlegt, ein bisschen Inventar ist schon da. Heute wollen sie den Laden weiter einräumen. Dunja hat gebrauchte Regale besorgt. Ich finde das süß. Kleinanzeigen macht's möglich. Das finde ich total wichtig, eben nicht alles neu zu kaufen, bevor es weggeschmissen wird. Und das ist noch echt tipptopp in Ordnung. So, ihr fegt, ich stehe rum. Alte Möbel sind nicht nur nachhaltig, sondern passen gut in den Laden. Außerdem sind noch mehr neue schlichtweg zu teuer oder nicht lieferbar. Wir haben uns jetzt nicht gerade so die prallste Zeit ausgesucht für so einen Neuanfang. Es gibt ja einfach unfassbar viele Schwierigkeiten in den Lieferketten. Baumaterialien sind, ich glaube, 3 bis 5 Mal so teuer geworden. Als nächstes muss sich Dunja um die Herde kümmern. Mindestens 100 Lämmer braucht sie pro Jahr. Die Jungtiere verkauft oder schlachtet sie oder züchtet mit ihnen weiter. Ja, heute kommt der Zuchtbock zu dieser Zuchtgruppe dazu, weil wir uns ja entschieden haben, zweimal in einem Jahr Lämmer zu haben, mit unterschiedlichen Gruppen natürlich. Der Zuchtbock wartet in einer waschechten Männer-WG. Die anderen Jungs sind seine Söhne. Alle. Das ist unser Zuchtbock. Paolo heißt er. Das ist jetzt ja der letzte Einsatz für ihn. Seit 2 Jahren sorgt Paolo für Nachwuchs. Beim nächsten Mal muss ein neuer Bock zur Herde. Sonst droht Inzucht. Und jetzt bin ich einfach gespannt, wie es ausschaut. Ob er sofort zu den Muttern hinläuft, zu seinen Mädels. Und die bespringen will. Gell, Paolo? So, wollen wir rausbringen jetzt? Jo, sind wir soweit? Jo, dann komm, mein Lieber. Der muss nur die Muttern sehen, dann läuft der auch besser. So, einer an das Tor aufmachen. Machst Tor auf? Ja, ich glaube, der riecht die schon. Oh, yeah. Ja. Komm, mein Lieber. Hast du das? Und los. Und? Hat Paolo Bock? Die Mädels anscheinend schon. Er guckt sich seine Mädels genau an,
Alles gut, läuft nach Plan. In 5 Monaten können wir Lämmer erwarten. Das ist ja der Lauf hier, ne? Die Kontinuität. Dunjas Schafe, die Coburger Füchse, müssen regelmäßig geschoren werden. Das ist bei 85 Schafen viel Arbeit und teuer. Ihre Idee? Sie bietet Schafschurseminare für Hobbyschäfer an. Jan, ein Bekannter, bringt es ihnen bei. Der Profi hat sein Handwerk in Neuseeland und in der Schweiz gelernt. Ihm und Dunja ist wichtig, den Tieren soll es dabei gut gehen. Ich möchte, dass ihr so vorsichtig wie möglich mit den Schafen umgeht, weil die sind wie beim Kevin auch, die haben einen Vollbart gehabt die ganze Zeit und auf einmal sind die splitterfasernackt. Also schaut mal, wie die da reagieren. Die zucken richtig. Die sind ganz empfindlich auf der Haut. Wir schlagen ja quasi mit dem Seminar 2 Fliegen mit einer Klappe. Wir haben halt die Möglichkeit, interessierten Menschen das wieder nahe zu bringen. Und auf der anderen Seite haben wir so auch die Möglichkeit, die Schafe scheren zu lassen, haben somit auch einfach keine Kosten für den Scherer. 250 Euro nimmt Dunja für 2 Tage Seminar. Simon aus Aachen ist zum ersten Mal dabei. Zu Hause hält er 6 Schafe. Wir haben bisher immer scheren lassen. Ich wollte aber einfach wissen, wie es ist, selber zu scheren, weil eigentlich so schwer sieht es gar nicht aus. Zappelt das Schaf zu arg und hört auch nicht von alleine auf, sitzt es unbequem. Dann müsst ihr die Position verändern, dass es dem Schaf angenehmer ist. Das will auch Dunjas Sohn Lennart lernen. Heute darf er zum ersten Mal alleine ein ganzes Schaf scheren. Es hat kleine Zitzen und da muss man ganz besonders aufpassen. Einfach, wenn du mit der Schermaschine arbeitest, dann hast du halt eine Klinge da vorne, wo sich ein Tier viel schneller verletzen kann, als wenn du jetzt nur eine Klauenschere in der Hand hast oder so. Und da ist man schon so ein bisschen angespannt und aufgeregt. Sonst kennt der 16-Jährige sich gut mit Schafen aus. Er arbeitet inzwischen Vollzeit auf dem Hof mit. Also halt einfach bei dir darauf achten, dass du halt das Handschuh schnell eindrehst. Und kleine Züge machst. Du musst ja keinen Wettbewerb gewinnen. Ja, einfach nur sauber und vor allen Dingen mit der Maschine auf der Haut bleiben. Ja. Wenn du auf der Haut bleibst und wieder zurückgehst, dann weißt du, wo du bist. Wenn du hierher kommst, guck mal, wie die zuckt. Ja? Einfach auf der Haut bleiben und weitergehen. Willst du aufmachen? Gut gemacht. Sieht gut aus. Danke. Das macht das sehr viel Spaß, ja. Also ich kann jetzt auf jeden Fall auch verstehen, wenn andere Schafscherer sagen, dass das süchtig macht. Das macht einfach süchtig, kann man sagen. Lennart zu sehen, das macht mich einfach total stolz und ich bin super glücklich, weil gerade Lennart ist hier am Hof absolut unersetzlich. Stefan ist ja beruflich einfach ganz, ganz oft noch weg und teilweise ja auch für eine ganze Woche weg. Dunja will mit der Schafschur noch etwas erreichen. Sie möchte auch die Wolle vermarkten. Dann schaue ich noch mal genau nach, was vielleicht verfilzt ist oder aber auch, wo die Fasern viel zu kurz sind. Das sortiere ich halt eben halt zur Seite. Die gute Wolle schickt sie an eine Genossenschaft. Die produziert daraus Pullis, Socken und Decken, die Dunja dann wieder im Hofladen verkaufen will. Guck mal, da kommt das Nächste. Es ist leider so, dass in Deutschland das einfach nicht mehr genutzt wird. Die meisten haben halt irgendwo Polyester an, das ist ja nun mal Plastik. Die Wertschätzung der Wolle, das steht bei uns einfach ganz, ganz weit oben. 220 Kilo Wolle von 80 Schafen kommen an diesem Wochenende zusammen. Das hat sich super gelohnt, wir sind echt sehr glücklich heute. Drei Wochen später soll es im Laden weitergehen. Aber es gibt ein Problem. Dunjas Rücken schmerzt heftig. Packe ich mir jetzt hier drauf und dann bin ich gleich wieder fit. Geht einigermaßen? Ja, muss ja, ne? Von daher. Die Versorgung der Tiere ist vor allem Dunjas Sache. Stefan arbeitet freiberuflich als Kampfkunstlehrer. Er unterstützt sie beim Hofladen und bei der Seminarplanung.
Also ich habe Muster bestellt, einmal die Stehlaterne und einmal die Wandleuchten. Mhm. Dann können wir es rüberschieben und einen Punkt machen, ne? Genau, das können wir schon mal rüberschieben, genau. Heute kann Stefan nichts mehr tun. Er muss los zu einem Seminar ins Ruhrgebiet. Dunja kümmert sich, trotz ihrer Rückenschmerzen, um die Tiere. Ein kleines Lamm braucht seine Flasche. Du musst halt weitermachen. Ich kann ja nicht sagen, so, Schafe, Hühner, Enten, Hunde. Ich lege mich jetzt hin und ihr müsst euch alleine versorgen. Es geht halt eben nicht. Und musst halt weitermachen, auch wenn es halt mal weh tut. So, schön warm bleiben. Viermal am Tag, alle 6 Stunden, bekommt das Lämpchen Milch. Der wird mich jetzt schon hören und kommen, ja, und rufen. Lemmy! Ja, warte. Seine Mutter hat den Kleinen gleich nach der Geburt verstoßen. Komm mal hier. Langsam. So. Der ist schön groß und kräftig. Und hat einen ordentlichen Hunger, wie man sieht, ne? 9 Wochen lang füttert Dunja Lemmy. Erst dann frisst er nur noch Grünfutter. Aber so ist es eigentlich auch gut, ne? Er hat gefressen und weiß jetzt, da hinten gehöre ich halt wieder hin. Heute ist Aua angesagt. Es kommt noch schlimmer. Einige Tage später ist Lennart unterwegs zu den Schafen. Ivan, die Richtung. Ich gucke jetzt einmal, ob die Schafe noch Wasser haben und zähle die Schafe einmal durch, ob noch alle da sind. Lennart ist nervös, denn es ist etwas Unglaubliches passiert. Ihnen wurde ein Schaf gestohlen und auf dem Nachbargrundstück geschlachtet. Der Nachbar fand die Überreste. Die lagen da hinten im Graben. Halt der Kopf, Fell und die Innereien. Genau. Uns wäre es halt erst ein paar Tage später aufgefallen, wenn wir es gezählt hätten, weil man rechnet eigentlich nicht damit. Es ist schon beunruhigend so. Bleiben. 21, 22, 23, 24, 25. Ja, es sind noch alle da. Für mich ist es einfach unvorstellbar, wie ich dann vielleicht sogar noch mit meiner Familie an dem Tisch sitze und halt ein gestohlenes Tier esse, welche sich auf diese Art und Weise halt, ja, mir genommen habe. Und dann gleich das nächste Problem. Im Hofladen fehlt Ware. Dunja kämpft mit Lieferproblemen. Also was nutzt mir XXL oder XL, werde ich sicherlich auch verkaufen, aber SML ist halt gerade nicht da. Sowas ist blöd. Oder Socken in 35 und in 47 ist ja schön, aber so 38, 39, 40 zu haben, wäre effektiver. Dunja braucht monatlich einen 5-stelligen Betrag, um die Fixkosten für den Hof zu decken. Der Hofladen bringt nur einen kleinen Teil ein. Seminare rund um die Schafhaltung und Ferienfreizeiten sind gute Einnahmequellen. Dazu braucht Dunja Stefans Hilfe. Er trifft dafür eine schwere Entscheidung und gibt seine Kampfkunstschule in Dortmund ab. Heute ist der letzte Tag. Ich habe hier Was hast du Schönes? Ich habe hier Warte, ich kann ja nicht 2 Dinge gleichzeitig. Ja, ich merke einfach, bald ist alles doch ganz schön viel gewesen. Und ich bin froh, dass du jetzt bald mehr hier bist. Dass ich mehr Zeit habe. Ja, und dass du einfach mehr hier bist. Eigentlich wollte ich schon viel früher einen Nachfolger finden, der die Schule übernimmt. Aber A, muss natürlich auch ein bisschen Geld verdienen, ne? Nach dem Umzug. Klar sind die Umsätze natürlich erstmal zurückgegangen. Wir müssen erstmal bekannt werden. Und es fällt mir auch so ziemlich schwer, da loszulassen. Das ist ja nun mal mein Baby. Ganz aufhören wird Stefan nicht. Er gibt am Niederrhein bereits erste Selbstbehauptungskurse an Schulen. Vor allem hat er aber erstmal mehr Zeit für den Hof. Ich bin froh, wenn du auch mal richtig hier ankommst und das so als Zuhause siehst. Du bist echt quasi ein Jahr hinterher, ne? Also das, was ich ja schon
ganz am Anfang. Das ist genau so, wenn eine Frau schwanger ist. Der Mann, der hängt okay. immer hinterher. Das ist nichts anderes. Du spürst da irgendwas und du, aha, alles klar, da ist irgendwas im Bauch. Irgendwann okay. ist dann der Bauch da, dann sieht man was. Du hast aber schon monatelang das Kind in dir. Ne? Ja, okay, das ist echt ein süßer Vergleich. Das ist gut so. Ja, absolut. Also Stefan ist definitiv mein Fels in der Brandung, weil die letzten Jahre mit Neuanfang und Umzug und boah, was auch einfach mal schief geht, ich habe da einfach einen riesen Halt. Und ich glaube, das macht es dann auch einfacher und schöner, das alles so durchzustehen. Ja. Haben wir gut gemacht. Ja, finde ich auch. Und Stefan legt gleich los und kümmert sich um neue Produkte für den Hofladen. Jetzt wollen wir es einfach so ein bisschen abrunden, dass wir halt so ein kleines regionales Vollprogramm anbieten können. Ja, prima. Dann freuen wir uns auf nächste Woche. Alles klar, danke. Bis dann. Ja, tschüss. Mit regionalen Produkten wie Honig und Kaffee vom Niederrhein will er mehr Kunden für den Hofladen gewinnen. Am Mittwoch habe ich einen Termin bei dem Kaffeehimmel, den Keveler. Ach, ja, cool. Und alles hier aus der Ecke, das finde ich ja super. Ich würde jetzt gleich mal zum Metzger fahren und dann bist du ja eh unterwegs. Genau, ne? Ich bin jetzt gleich erstmal unterwegs, aber dann freue ich mich schon auf die Salami. Wir haben ja einen neuen Metzger gefunden, was ja auch nicht so einfach war. Heute wird die erste Salami abgeholt und das ist natürlich immer spannend. Und ja, jetzt gucken wir gleich mal, was da so draus geworden ist. Dunja ist nervös. Der Wurst- und Fleischverkauf ist ein wichtiges Standbein. Doch Wurst machen kann schiefgehen. Das hat sie letztes Jahr erlebt. Ja, es ist halt leider so, dass die von der Konsistenz her, also das ist ganz weich und ist halt eher wie eine Schmierwurst. Das kann ich natürlich niemandem anbieten. Fast ein halbes Jahr lang haben die beiden nach einem neuen Metzger gesucht. Es gibt nur noch wenige Landschlachter. Und einen guten zu finden, war als Neuling am Niederrhein nicht einfach. Das ist halt ganz schwierig. Du hast ja keinen Vertrag vorher, in dem drin steht, was passiert, wenn was schief geht. Lebensmittelherstellung ist halt einfach auch Vertrauenssache. Dunja setzt ihre Hoffnung nun auf Dieter Jarohn. Er führt seit 38 Jahren eine Landmetzgerei. So, wow. So ich habe eure Ware schon mal vorbereitet. Das ist eure Salami hier aus reinem Lammfleisch. Von euren Tieren. Eine habe ich durchgeschnitten, das ist das fertige Produkt. Cool. Klasse, die sieht fantastisch aus. Ja, hier habe ich eure Schinken noch. Ah, die sind auch fertig? Ja, die sind auch fertig. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, super. Der Metzger hat 3 von Dunjas Schafen geschlachtet. Was ich dir bringe? Ja, das muss da auch rein. Das gehört alles zusammen? Ja. Und Alttiere müssen auch verwurstet werden, verarbeitet Definitiv. Werden, gegessen werden ja. und nicht ja. einfach entsorgt. Ja, genau. Ja. So sehen wir das auch. Das ja. passt. Klasse. 9 Schinken und 6 Kilo Salami. Endlich frische Ware für den Hofladen. Aber schmeckt sie auch? Dunja, Stefan und Oma Elfriede testen sie zu Hause. Dunjas Mutter ist 85 Jahre alt und letztes Jahr mit umgezogen. Jetzt ist es soweit. Jetzt bin ich. Hast du schon probiert? Nee, ich will eure Gesichter sehen. Okay. Nein, wir probieren gemeinsam, okay? Okay, alles klar. Also riechen? Die riecht schon mal mega lecker. Riecht schon mal sehr gut. Na dann. Lecker. Die ist gut. Total. Können auch Erdschale heute essen. Ich finde die super. Also die kann ich echt mit einem guten Gefühl im Hofladen anbieten, ja, oder? Absolut. Ja. Weil ich stehe ja dann immer da und denke, das muss auch gut sein. Wurst und Schinken räumt Dunja gleich in den Hofladen. Denn sie erwartet Kunden. Ihre neue Geschäftsidee, sie bietet über ein Campernetzwerk Stellplätze an. Ruth und Martin haben das heute genutzt. Sie kommen aus der Gegend und erkunden ihre Heimat mit dem Wohnmobil. Wie habt ihr geschlafen? Super. Super.
Schön. So schön leise. Ausblick genossen? Ja. Schön, oder? Mit den super Schäfchen und dem Sonnenaufgang. Vor allem von den Schafen direkt zu werden. Die Übernachtung ist kostenlos. Wie alle anderen Landwirte hofft Dunja dafür auf Umsatz im Laden. Du hattest im Internet so Jacken gehabt. Hast du da Also da habe ich tatsächlich nur noch eine ganz große. Die wird dir auch zu groß sein, denke ich. Das ist halt unsere Wolle von unseren Schafen. Die ist halt etwas grober. Ne? Ist jetzt nicht mit Merino-Wolle zu vergleichen. Die Coburger sind ja etwas grauer. Aber die würde ich trotzdem gerne mal anprobieren. Ja, gerne. Die hätte ich gestern Abend gebraucht. Ja, ich sag ja, das ist für euch Camper ist das noch mal was anderes halt, ne? Wenn ihr viel draußen seid. Gäbe es die Jacke in einer anderen Farbe, würde Martin sie nehmen. Ruth kauft dafür eine Mütze. Das nehme ich mit. Und noch eine frische Salami. 320 Gramm für 10,50 Euro. Dann bekomme ich 38,50 von euch. Ich mach's 40. Dankeschön. Tschüss. Dann bis bald. Tschüss. Hier werden wir auf jeden Fall noch mal hinkommen. Wie sich der Hof hier entwickelt, das interessiert uns. Das ist schon schön. Das ist schon total klasse. Also die beiden drücken mal die Daumen, dass das hier gut wird. Dass sie ihren Traum erfüllen. 40 Euro sind nicht viel. Doch Dunja hat mit den Stellplätzen nicht viel Arbeit und hofft, ihr Hof spricht sich rum. Dann ist es ein guter Zuverdienst. Im nächsten Jahr muss Dunja frisches Blut in die Herde bringen. Sie hat einen neuen Bock gefunden. Heute kommt das Tier auf den Hof. Die Schäferin setzt große Hoffnungen in ihn. Dann nehmen wir hier noch einen dahin. Das Stroh ist ja schon gut, ein bisschen viel, aber ist ja wurscht. Das machen wir hier rein. Für uns ist natürlich das auch ein besonderer Moment, wenn ein neuer Zuchtbock kommt, weil der ist ja schließlich derjenige, der halt zuständig ist für die nächsten Generationen der Tiere, die hier dann eben die Herde auch sind, ne? Auf der die Herde halt aufgebaut ist. Klar, das ist schon was Besonderes. Ich freue mich auch total. Dunja hat einen Bock bei einem erfahrenen Züchter im Münsterland gekauft. Er züchtet preisgekrönte Coburger Füchse. Dunja vertraut seiner Empfehlung und kennt bisher nur Fotos. Der Rücken sieht toll aus. Ich finde, er hat einen sehr guten Kopf auch. Mhm. Und Holger vertrauen wir. Das ist einfach klasse. Der hat quasi den Check-up gemacht. Holger bringt den Bock selbst aus dem Münsterland. Er liefert heute zwei Tiere hier am Niederrhein aus. Schön, hi, dass du da bist. Moin. Holger. Lennart, genau. Ja, schön, dass ich endlich geschafft habe. Ja, schön. Wollen wir gucken? Ja, wir gehen gucken. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Der Bock ist erst 9 Monate alt. Dunja hat ihn günstig bekommen für 250 Euro. Und? Hat sie sich richtig entschieden? Man muss ein bisschen gucken, ne? Zähnchen. Die Zahn ist echt gut. Man guckt ja drauf, dass die Zähne vom Prinzip gegen die Kauplatte stoßen. Die haben einen super Stapel. Das ist ja der Hammer. Guck mal hier, was der für eine Festigkeit im Stapel hat. Ne? Vor allen Dingen, hast du den noch mal gebürstet und gebadet? Nein, ich bin ja so schon zu spät. Weißt du? Das ist ja überhaupt nicht mehr drin gewesen. Und der hat wirklich im Stall gestanden. Das ist der Hammer. Fühlen wir nämlich. Das ist ein Traum. Hervorragend. Schön. Bitte. Komm mit. Ja. Mach's mal auf. Jetzt muss sich der neue Bock nur erstmal gut in der Männer-WG einleben. Im Frühjahr soll er für gesunden Nachwuchs sorgen. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Es ist definitiv ein Zugewinn, dass der jetzt so eine Top-Wolle hat. Die Wolle ist für uns ja auch ganz wichtig, weil wir die ja auch weggeben und Produkte daraus herstellen lassen. Von daher ist das jetzt definitiv eine große Bereicherung auch für die Zucht, für uns. Holger ist neugierig auf den Rest der Herde, also die weiblichen Tiere. 85 Schafe hält Dunja zurzeit. Ich mag das unheimlich, wenn die ein bisschen Mähne haben, die Mädels. Mhm. Ich mag das so ein bisschen süß.
So ein matronenmäßige. Ja. Ich mag das ja auch total. Halt, ich finde das auch schön, dass die halt gut dastehen. Ne? So, also so ja. sehe ich das dann immer. Hier siehst du jetzt dran, weil das sind ja eure Wollen. Die Böcke sind das eine, ne? Ja, ja. Aber das ist jetzt das wahre Bild der Wolle. Ohne jetzt farblich reingeguckt zu haben, aber vom ersten Anschein her ist das super. Ja? Austauschen zu können mit jemandem, der da auch so viel Erfahrung hat und auch so viel Spaß dran hat, sich auszutauschen. Das ist einfach großartig. Also ich könnte jetzt hier noch 2 Stündchen in diesem herrlichen Licht stehen und ja, wunderschöner Anblick. Ist doch alles super. Ich freue mich total, dass er heute hier ist. Mehr Zeit zu genießen hat Dunja nicht. Ihr steht noch viel Arbeit bevor. Um wirklich vom Hof leben zu können, muss die Familie am Niederrhein noch bekannter werden. Dunjas Strategie: Zum ersten Geburtstag des Hofs richtet sie eine große Party auf dem Hof aus. Alle helfen mit. Ja, ich freue mich. Ich bin glücklich und voller Freude und wir feiern den ersten Geburtstag und juhu! So, du hattest eine Frage. Wohin? Wo ich mich hinstelle? Wohin? Der Platz ist hier komplett jetzt frei geworden, weil wir ja gestern noch Absagen hatten. Von daher kannst du dir aussuchen, wo du hin möchtest. Dunja hatte noch eine Idee. Kunsthandwerker aus der Region sollen das Fest noch attraktiver machen. Ich hatte gehört, dass hier etwas Neues ist. Und da ich Freund von Lebensmitteln bin, habe ich mir hier erstmal leckere Schafswurst gekauft. Da habe ich die Dunja kennengelernt. Ja, wir haben uns ein bisschen angefreundet und ja, so ist der Kontakt zustande gekommen. Ja. Das und das neue Sortiment im Hofladen samt Honig, Nudeln, Kaffee und Seifen aus der Region kommen an. Am Abend soll es eine große Überraschung geben. Herzlich willkommen auf dem ersten Geburtstag quasi unseres Naturhofs. Die meisten Gäste kommen schon früh. Wie läuft es im Laden? Danke dir. Gibt's 1 Euro zurück, bitte schön. Ich habe zu danken. Ja. Wir sind zum ersten Mal hier und wir haben das in Kevela plakatiert gesehen. Und dann haben wir gesagt, fahren wir doch einfach mal hin. Und jetzt denken wir natürlich öfter dran. Komm jetzt, Jung. Ja, Moment. Auch tolle Menschen, neue Freunde in der neuen Heimat. Ist das nicht schön? Und ein neues Schäfchen für die Herde. Ihre Würste vom Schaf verkaufen Dunja und Stefan heute zum Probierpreis von 4 Euro. Zum ersten Mal dieser Form und nicht die letzte auf jeden Fall. Super, klasse. Manche haben wir schon nachgenommen, ne? Dass wir schon eine zweite genommen haben. Ne? Ja, ja, klar. 300 Bratwürste sind schon verkauft. Und jetzt kommt Dunjas Highlight, das Rockkonzert im Schafstall. Ihr Lieben, erstmal muss ich echt loswerden, dass ich total überwältigt bin von dem heutigen Tag. Ich wünsche euch mega viel Spaß und los geht's! Danke. Positiv eingestellt und ich denke halt immer, ey, das wird bestimmt alles total schön, aber das, was hier heute abgegangen ist, das war schon ziemlich gigantisch. Was sagt Oma Elfriede zu diesem Tag? Ich bin wirklich stolz auf meine Kinder. Das ist einmalig, ist halt. So leben zu dürfen, gemeinsam mit meiner Familie, mit meinen Lieblingsmenschen, das ist einfach absolut genial. So, glaube ich, haben wir alles richtig gemacht. Dunja und Stefan haben es geschafft. Sie leben ihren Traum auf der eigenen Farm in Kevela.